Okay. Dann gehen wir nochmal in den Baum rein und gucken mal, ob wir noch irgendwelche Sachen holen können. Ich will auch nochmal gucken, ob hinter dem Baum irgendwas ist. Weil die Skulltis sind ja alle neu verteilt. Vielleicht? Aber ich komme hier gar nicht rüber. Nee, komme ich nicht rüber, leider. Auf der anderen Seite? So ein bisschen Banjo-Kazooie-like, ne? Dass wir den Pizzakartons folgen. Wäre irgendwie lustig. Nee, aber da ist auch nichts. Okay, gut. Wollen wir mal gucken. Okay, ich bedrehe gerade einen neuen Dungeon, also wir müssen drehen. Och nö. Keine Schultertasten benutzen. Oh. Okay. Das schlecht. Erstmal schön Schluck Tee. So, okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob oben noch irgendwelche Skulltis waren, die wir nicht geholt haben. Hab gar keine Ahnung. Wir gehen einfach nochmal kurz durch alle Räume durch, würde ich sagen. Gehen auf Nummer sicher. Shit. Ich weiß auf jeden Fall, dass irgendwo noch welche fehlen. Bin ich mir relativ sicher. Ah. Okay, hier geh ich vielleicht später nochmal rein, weil das war dieser eklige Raum mit diesem komischen Labyrinth, sag ich mal. Geh erstmal nach oben gucken, ob da noch irgendwas ist. Dann gehen wir unten lang. Hauptziel ist auf jeden Fall die Börse. Und das war alles cool, die es holen. Ich würde es lustig finden, wenn Link, auch wenn der Spieler isst und trinkt, dasselbe tut. Oder auf Toilette geht. Naja, er streckt sich ja und gähnt ja und sowas. Ich weiß gar nicht, was gibt's denn noch so? Bei Wind Waker holt er, glaube ich, auch mal seinen Stock raus. Sein Stock raus, sein. Wie heißt denn? Sein Taktstock? Holt er, glaube ich, bei Wind Waker manchmal raus? Das ist keine Skulltis, oder? Nee. Schade. Okay, dann war das. Doch, da drüben ist noch eine. Ah. Okay, alles klar. Hab genug Kamillentee getrunken, sind bestimmt 0,6 Kamille, die ich jetzt in mir habe. Hi Jens! Hallihallo! Guten Abend, fetter Junge. Wo bist du gerade, fetter Junge? In welcher Stelle? Haben wir jetzt gerade erst zugeguckt. Also wir sind jetzt... Warte, ich erklär's dir nochmal kurz. Wir sind jetzt gerade von den Gerudos wiedergekommen. Wir waren in der Gerudo Trainingsarena. Also da kannst du auf jeden Fall nochmal reingucken. War ziemlich cool da. Und haben den Hammer bekommen. Haben jetzt gerade mit im Skulltis-Haus die 200er Geldbörse bekommen. Jetzt sind wir nochmal im Deku-Baum und holen uns da die letzten Skulltis. Und wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass man hier auch die 500er Geldbörse oder zumindest eine höhere Geldbörse bekommen kann. Ich frage mich gerade nur, wie soll ich denn die Dinger eigentlich hochfahren, Leute? Hä? Muss ich alle Gegner besiegen? Nee, das ergibt ja keinen Sinn. Wie fahre ich denn... Wie fahre ich denn das Ding hoch? Bin ich doof? Also wir haben das bestimmt schon mal gemacht. Ja, aber ich habe doch gerade schon was angezündet. Da ist doch nichts passiert, oder? Nee, passiert nichts. Wie soll ich da hoch... Hä? Warte, ich töte mal kurz noch den letzten Gegner. Wo ist die dritte Fackel? Also da oben ist eine Fackel, aber... Hä? Bin ich gerade komplett doof?
Leute, helft mir mal kurz. Wie, hä? Wie soll ich denn die... Hä? Du kannst bei den Gerudes auch als kleiner Link gucken. Vielleicht findest du da noch ein paar gute Sachen. Ja, hat vorhin schon jemand gesagt, dass man da als kleiner Link irgendwie gucken kann, ne? Mach mal auf jeden Fall auch nochmal. Hä? Hä? Ich bin ja auch gefangen. Aber das würde ja für mich auch bedeuten, ich muss hier als erwachsener Link rein, um die Skuldi zu holen, oder? Hätte ich jetzt gesagt, weil dann könnte ich mich als... Könnte ich mich ja mit dem Enterhaken hochziehen. Ja, das kann ich. Als erwachsener Link geht auch, aber ich müsste es eigentlich auch als junger Link lösen können. Deswegen, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oder waren wir das letzte Mal auch hier drinnen gefangen? Escape, ja. Ja, kann sein, dass wir das letzte Mal auch hier drinnen gefangen waren. Das wird nicht reichen, ne? Nee. Jo, das ist doof jetzt. Okay, dann... Muss ich das Spiel mal resetten? Ja? Hä? Ist ja mega dumm. Also... Hä? Hä? Ich wurde von meiner Schwester heute eingeladen, deswegen gucke ich heute deine Videos später. Ich habe lecker Eis und Kuchen, Bananensplit. Kuchen schmeckt gut aus, glaube ich. Hm. Bei uns gibt es heute noch so ein bisschen italienisch, Baguette. Und ja, Tomaten, Mozzarella. Freue ich mich auch drauf. Einfach so ein bisschen nochmal im Ofen angeröstet mit Olivenöl. Geil. Ja, also wir müssen auf jeden Fall als Erwachsener Link da nochmal rein. Aber ist trotzdem komisch, ne? Dass du dich da rausporten musst. Achso, oh, jetzt muss ich ja Tag machen. Nee, doch. Also das ist komisch. War das beim ersten... Das muss ja beim ersten Mal, als ich da in den Raum rein bin, auch so gewesen sein. Kann mich halt gerade nicht mehr erinnern. Muss ja so sein. Hat mich mal selbst ein, bin gleich zum Essen da. Ja, ich soll doch streamen, oder? Also ich finde jetzt nicht, dass wenn du dich in den Wald portest, unbedingt schneller bist, also. Nicht unbedingt. Bisschen vielleicht, ja. Ja, okay, ein bisschen. Sorry. Mit den Hasenohren ist das jetzt so eine Ansichtssache. Du-du-du. Wir essen beim Stream. Ich kann doch nicht essen und spielen. Das geht nicht. Da habe ich Matschfinger. Da wird nichts draus. Naja, jetzt können wir wenigstens nochmal die schöne Musik hören. Ja, dann gehen wir halt gleich nach unten, ne? Wenn sie das nicht wollen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Dann gehen wir gleich unten rum. Ja, das war jetzt komisch irgendwie. Naja. So. Gucken wir mal. War hier noch irgendwas? Gab's hier noch Skulltees oder so, die wir übersehen haben? Ich weiß es halt nicht. Ich darf die Schultertasten nicht benutzen, das muss ich mir merken. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Oh. Du. Geil. Schön, dass das geklappt hat.
Okay, hier höre ich auf jeden Fall eine Skulti. Ja, toll. Ohne Schultertasten ist das richtig scheiße. Wollte ich nur mal sagen. 10 Minuten hat er von uns heute wieder einkassiert. Stimmt, das kann ich eigentlich gleich mal machen. Hast recht, Jens. Mach ich gleich. So. Alles klar, Nummer 76. Geht der Stream heute eigentlich grundsätzlich länger, weil Samstag nichts kam? Nee, eigentlich nicht. 2 Stunden und halt das, was wir hier so an Strafen zusätzlich noch haben. So, hier müsste der Raum gewesen sein. Das ist so geil mit den Feen, ne? Ich hole mir, glaube ich, mal eine Fee. Warte mal. Frau Rohres Donnersturm. Ja, ist geil gesagt, ne? So. Hä, jetzt sind wir ja unbesiegbar. Mega. Hey du hast doch die Geldbörse, ne? Die supergeile. You win in return for sparring me, I will sell you a big wallet. 100 Rubine sogar nur. Hey, cool. Let's go. Thank you very much. Ja, tatsächlich, wir können jetzt 999 Rubinen tragen, Leute. Wir sind reich. Und wir haben endlich das Problem nicht mehr mit dem, dass wir kein Geld mehr aufnehmen können. Das ist ja mega. Oh, schön. Schön, 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 schön. Da freue ich mich. Das ist geil. Das ist richtig geil. Wenn du wieder erwachsen bist, kannst du ja im Vulkan der zweiten für die doppelte Magieleiste vielleicht noch räumen. Könnte man machen, ja. Mega. Und wir können jetzt halt auch die ganzen Minispiele noch machen. Also mit dem Bogen und mit der Zwille. Hier unten war nichts mehr, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal Aurores Donnersturm. Aurores Donnersturm. Keine Ahnung, wo ich jetzt hingeportet werde. War das schlau? Da oben ist noch eine Skuldi. Wahnsinn. So, da oben, guck mal. So. Okay, ich komme auf jeden Fall ran. Ich muss nur noch treffen. Sehr schön. Boah, cool. Es läuft, Leute. Ich glaube, der Farore Donnersturm, der ging in die Hose. Kann das sein? Zum Mond geportet. Spring nochmal kurz hier runter. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr weiter, oder? Doch, da ist auch noch eine. Ha, wie geil. Wie gut, Leute. Ich freue mich. 78. Ich guck mal ganz kurz, wo das Ding hingelandet ist. Return to the Warp Point. Let's go. Ja, das hätte mir nämlich als erwachsener Link gar nichts gebracht. Weil dann hätte ich auch gleich wieder gehen können. Wir müssen einmal noch kurz raus. Und dann setzen wir das und dann machen wir uns groß. Klingt nach einem Plan, glaube ich, oder? Beziehungsweise, ich könnte als junger Link auch nochmal durch die verlorenen Wälder durchgehen. Boah, es gibt noch so viele Sachen zu tun. Auf jeden Fall, Skuldis Farm bringt auf jeden Fall was, ne? Wer weiß, was wir noch so... Na, ob das klappt? Ich weiß es nicht, wir gucken mal. So, wir gehen mal kurz raus. Wir müssen auf jeden Fall noch einmal jetzt her wegen einer Skulti, die da oben in dem Raum drin ist. Dann müsste man den... Ja, dann müssen wir den Deko-Baum fertig haben, theoretisch.
So, ich mach das jetzt mal und ich hoffe, dass als erwachsener Link das dann geht, dass ich wieder herkommen kann. Schauen wir mal. Ist jetzt auch für mich eher so ein Test. So. Nö, der Baum ist nicht zu. Ach so, doch, ne? Warte mal. Ist der Baum als Erwachsener? Ne, der Baum ist nicht... Ist der Baum als Erwachsener zu? Leute? Geht das oder nicht? Bin gerade verloren. Wir probieren es einfach. Aber ich wüsste nicht, wie ich sonst da hinkommen soll. Wartet mal, ich habe noch einen Plan. Ich würde sagen, ich würde dich kurz holen und an deiner Stelle jetzt machen. Was? Ich glaube, ihr habt recht. Ich glaube, der ist zu. Mir ist auch gerade eingefallen, wie ich die Fackel anzünde. Ich mache einfach den Feuerentferner. Das ist, glaube ich, die Lösung. Wir machen den Feuerentferner. Nein! Ich brauche keine Skulti. Ich brauche den Feuerentferner. Das ist, glaube ich, die Lösung. Mann, manchmal denke ich aber auch doof um die Ecke. Ja, ihr habt recht. Dekobaum ist zu. Und wir machen das auf die Dins-Feuer-Inferno-Art. Oh Gott. Du wolltest gleich sagen, du denkst zu kompliziert, oder? Manchmal schon, ja. Manchmal bringt mir das schnell und sicher zu einer guten Lösung. Manchmal sind dann aber einfache Sachen auch einfach doof. Aber ja. Mit ins Feuerentferno. Sollten wir das jetzt eigentlich auf die Ketten kriegen? Die Frage ist halt, was passiert genau? Ich mach mal von hier aus und guck mal, was passiert. Okay. Hä, aber wir müssen ja schon mal hier oben gewesen sein. Ich versteh's halt nicht. Wir müssen ja schon mal hier oben gewesen sein, weil die Kiste ist ja offen. Ich versteh's nicht. Versteht ihr das? Wie haben wir das denn beim letzten Mal gemacht? So. Check ich nicht. Keine Ahnung. Okay, haben wir alle Skultis? Wir haben alle Skultis im Baum. Also wenn das Symbol hier oben ist, ne, die Spinne neben der Karte, dann heißt das ja, wir haben in den Dungeon alle Skultis bekommen, gemacht. So, das heißt, der Dungeon ist jetzt abgeschlossen. Raus hier. Geil. Düdüdüdü. Dekobaum 100% gelöst. Ja, geil, oder? Es ist doch schön, wenn du einfach was abschließen kannst. Das ist doch so schön. Okay. Ich würde jetzt einmal Nacht machen. War, glaube ich, auch doof, weil ich bin, glaube ich, jetzt wieder am Dekobaum. Ja. Egal. Und würde jetzt nochmal, ja, mich hier komplett umgucken, weil ich glaube, Kokiri-Dorf haben wir auch noch nicht zu 100%, ne? Lost Woods, Kokiri-Wald. Haben wir beides noch nicht completed. Kann halt sein, dass es als Erwachsener hier irgendwo noch was gibt. Hier könnten wir zum Beispiel noch eine Wundererbse reinmachen. Wir haben auch nur zwei Wundererbsen bis jetzt. Okay, ich höre schon irgendwas. Könnte sein, dass da oben das Skulti ist, ne?
Aber die können wir uns vielleicht auch so holen. Das muss ich mal auschecken gleich. So. Oh Gott, bin ich schnell. Nee. Ja, da oben ist eine Skuldi.